Bisschen neben der Spur. Mach wohl daran liegen, dass ich gerade einen kleinen Kilometersprint gemacht habe. Und zum anderen, wo ist mein Zeug? Wo ist mein Werkzeug? Habe ich hier nicht noch eine Schaufel gehabt? Anscheinend nicht. Dann geben Sie mir mal eine Schaufel, der Herr. Ich hätte gern eine Schaufel. Hallo. Ja. Eine Eisenschaufel. Nein. Ach, habe ich die jetzt weggeworfen? Habe ich... Ich habe zwei Äxte. Okay. Oh, da fährt wieder ein Trecker lang. Schätze ich mal, die ganzen Landwirte, die sind ja dabei. Die Ernte reinfahren und so. Das wäre auch mal ein interessantes Thema. Landwirtschaft und Ernte. Und die ganzen Autofahrer, die sich dann darüber beschweren, dass die Landwirte, die ganzen Bauern, die fahren mit ihren langsamen Treckern einfach nur über die Straße und halten den ganzen Verkehr auf. Hey, das machen sie ja gerne. Wir wollen uns aber... Nein, so ist das nicht. Denn zum einen, die ganzen Landwirte, die können halt nicht schneller fahren, weil eben diese Arbeitsmaschinen nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Es sei denn, du holst hier einen Fast-Truck von JCB oder JCB. Die Dinger, die können, was war das, über 60 km/h fahren. Bedeutet, du darfst mit den Dingern auch auf die Autobahn. Voll geil! Habe ich, glaube ich, selber in der Fahrschule nicht gemacht. Dass wir mal spaßeshalber auf die Autobahn gebrettert sind. Aber man darf das legal machen. Mit einem Traktor, der über 60 km/h fährt, darfst du auf die Autobahn drauf tickern. Das ist natürlich... bisschen Behinderung für die ganzen LKW-Fahrer, die sich dann leider darüber aufregen. Die haben einen Grund. Die dürfen das. Die dürfen sich aufregen, aber die Musik. Das Musik, Alter. Die dürfen das, die dürfen sich aufregen, weil die sind ja auch auf Termin. Du selber als Tourist, du hast ja... Meine Güte. So. Wie machen wir das jetzt? Wir bauen jetzt einfach hier mal... Wir fangen... Oder? 1, 2, 3, hier. Geh mal weg. Geh mal weg. Gute, geh mal auch weg. So. Und hier dann. Nein, nein. 1, 2, 3. Hier. Das wird jetzt, ich habe mir ein Video angesehen, wo der Typ da einfach so einen normalen Hühnerstall baut. Der, glaube ich, was war das? Ja, 4x4 wird. Das heißt, 4, ouch, 4 Blöcke hierhin und 4 Blöcke in die Breite. Ich mache das aber, ich baue den so ein bisschen in die Länge. Autsch. 1, 2, 3. Denn zum einen hat man dann den Vorteil, aua, man kann hier halt mehr Hühnchen reinstellen. Und zum anderen, die Viecher sollen ja auch ein bisschen Platz haben, ne? Hallo? Ach, okay. Da hängen Lianen runter. Und das tolle Lied wieder, wo sich dann bestimmt wieder irgendein Musiklabel oder so ein Auftraggeber genötigt fühlt. Bei dem Lied, sagen wir mal, sich zu echauffieren, dass man dieses Lied benutzt.
und sagt, haha, hier, das, da ist unser Auftraggeber ein bisschen dagegen, dass du das verwendest und haha. Und wir wollen jetzt Werbung für dieses Lied einspielen, wovon du nichts hast. Richtig toll. Was wollte ich jetzt? Ich brauche Stufen. Das ist so ätzend. Ehrlich. Gut. Wer möchte, kann das dann auch nachbauen. Verdammt, jetzt komme ich da nicht mehr vor. So. Wer möchte, kann das dann auch nachbauen, das Haus. So, jetzt baue ich die Stufen. Das macht eigentlich schon Spaß. Wie hat er das gemacht? Nein. Da ist die Echse. So rum. Okay. Verdammt, jetzt komme ich nicht mehr rein. Dann mache ich mir hier einen Aufgang. Jetzt hier drinnen weiter. Weg. Ich brauche da jetzt noch einen Aufgang. Das so? Ah, geil. Plop, plop. Da muss jetzt einer so ran. Mach ich mal einen Erdklotz hin. Oder nee, Quatsch. Da muss schon einer hin. Ah, cool. Sehr schön. So, hier werden die Hühnchen dann reingeladen. Ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus. Oder ich könnte die ja auch hier reinlaufen lassen. Das wäre vielleicht sogar ein bisschen interessanter, ne? Nein, da. Dann mache ich das so. Pass auf. Dann lasse ich die nämlich hier reinlaufen. Jo. Jetzt muss ich ihm aufpassen. Sitz. Und sofort wieder abbauen. Ja, nicht, dass sie mir ausbricht hier. Und es wird langsam dunkel. Verdammt. Ich muss schlafen gehen. So. Dann mache ich das eben. Kurzes Räuspern. Dann gehe ich eben kurz schlafen. Es ist wieder so warm. Eieiei. Liebe Freunde, der Sommer hat uns eingeholt. Oder geholt. Das hat man damals immer gesagt, iss dein Teller auf, dann gibt's gutes Wetter. Oder sonst gibt's schlechtes Wetter. Was haben wir jetzt davon? Sekunde, ich brauche ein bisschen mehr Kabel. Wow, ist Mikro? Oh Gott. Das Seil ab. Oh, Hilfe. Oh Gott, das hört man jetzt bestimmt total, wie ich da an dem Mikrofon rumfummel. Ist da sonst noch ein Seilchen ab? Ja, hier. Oh Gott, hier fliegen sogar schon die Seile ab von der Spinne. So, geh ab. Geh drauf. So. Ist jetzt wieder alles dran. Sieht so danach aus. Alles klar. Ich wollte eigentlich das Mikro richten und dann auch immer so bang. Ah, schlimm. So. Was wollte ich tun und nicht machen? Ach ja, der Sommer. Der Sommer ist jetzt endgültig da. Vielen Dank, Rudi Carell. Er sagt ja immer, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Vielen Dank, lieber Rudi. Möge er im Frieden ruhen, er war ein toller Typ, aber, ne? Ist jetzt voll ätzend, dass es so ein harter Sommer ist. Sagen wir mal so,
Ich habe ja nichts gegen den Sommer, aber der muss halt warm sein. Ah, komm. Das mache ich hier in eine breitere Treppe rein. Und die Viecher auch vernünftig rein. So. Ich bin out of Holz. Und, ich mach das jetzt aber so. Sekunde. Plup. Mir noch mal ein paar mehr. Zack. So. Was ist das? So. Jetzt mache ich das aber so. Das war knapp. Geh mal. Danke. Ich mache da noch Türen dran. Ne? Nicht wundern. Ich mache da Türen hin. Denn... Haha, Pech gehabt. die Hühner sollen ja da drin bleiben. Yeah, der Breakdance 1000 Füßer. Oder 100 Füßer, keine Ahnung. Da mache ich mal normale Dinger hin. Die ganze Lianen erstmal hinweg. So. Ist vielleicht ein bisschen eng, aber das reicht schon. Verdammt, ich habe mich eingebuddelt. Nein. Aber das kriegen wir hin. Zack. So, jetzt baue ich hier noch. Nee. Wie hat er das da gemacht? Upsala, Entschuldigung. Da so ein Slab rein oder einfach nur zwei Dinger? Ich glaube, genau. Der hat da einen Slab rein gemacht. Moment. Blup. Wir haben ja Holz genug gerade. Nehmen wir wieder so eine Kiste. 6 Schleppis. Ich glaube, ich hatte welche im Lager gehabt. Ich kann gerade gar nicht mehr sprechen. Richtig toll. Dahin und da dann ein Slap drüber. Das heißt, die Kiste lässt sich nur nochmal öffnen, aber die Hühnchen kommen nicht durch. Sehr schön. So, jetzt komme ich also rein. Mache ich das da? Mache ich da einfach so eine lange Fensterfront? So eine. Muss ich ja wohl. Wie hat der das denn gemacht? Sekunde, ich guck mal den nach. Ah, nein. Ton eben aus. Ah, der hat da Zäune reingesetzt. Alles klar. das machen wir auch. Sekunde. Plopp. Der hat da Zäune reingesetzt. Sehr schlau. Das muss ich halt wissen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, hier ist die Tür. Yay, der Pianoman, der dreht wieder durch. Oh, wir sind da verhungern. Haben wir noch ein Sandwich? Ganz zufällig. Im Rucksack. Nein, haben wir auch nichts drin. Okay. Blup. Ah, piekst so ein bisschen, wenn die Nase juckt. So. Dann holen wir uns doch mal so ein... Wo haben wir das denn? Brot?
Brauchen wir Brot oder Sandwiches? Ich glaube fast, die sind oben, ne? Ah, ich habe mir... ich habe das ganze Essen... Das ganze fertige Essen habe ich mal in den Kühlschrank reingepackt. Das finde ich immer noch schön. Alles klar. Ding dong. Schönen guten Tag. So, und ja. Da schmeißt er jetzt random einfach mal ein paar Essenssachen raus, oder? Jo. Nein, ich hätte gern... So, ein Sandwich und das bisschen. So, dann habe ich wenigstens was zu essen. Nom, 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 nom. Und, wir probieren mal so eine Gemüsesuppe. Nom, nom, nom. Leicht ein Frosch im Hals. Ich sollte was trinken. Sekunde. Einen schönen leckeren